Willkommen zu einer neuen Demo hier auf dem Kanal. We Harvest Shadows heißt das ganze Ding. Man hat da gerade schon einen Schatten gesehen. Also ich glaube, das ist ein kleines Horrorspiel. Oh, Deutsch. Machen wir kleine Untertitelgröße. So. Alter, ich kriege ja jetzt schon ein bisschen Pipi in die Hose. So, Musik. Ich schraube ich auch mal runter. Das ist ziemlich laut alles gerade hier noch. Oh, das ist nice. Zack. So, in der Endlos-Modus gibt es scheinbar in der Vollversion auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hinweis, ich bin gerade auf der Gamescom. Wenn du also... Oh, ist das wieder nur ein Entwickler oder was? Was? Okay, neues Spiel. Those eyes, that demonic face in the rearview mirror, that's when it all started. It was the morning after everything went down. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker, and drove right past it. It sounds crazy, but I physically could not turn the wheel. So I drove for 4 hours straight. Alter, ich hab's gesehen. I was in a rush to nowhere. So I drove, empty-headed and exhausted. That's when I saw it. It felt like the only right thing to happen to me in years. All I wanted was to walk down that path, lock the gate, and leave everyone behind. It would cost me everything I had, but I needed solitude. So I bought the farm. I did lock the gate, and I did throw away the key as hard as I could. Nein. I started laughing out of sheer joy. When was the last time that I'd laughed? I couldn't believe I was actually doing it. I was finally ready to forget it all and be forgotten. You made me a promise, Garrett, in our backyard garden when you were little. Do you remember? It's probably not what you expected, but I'm going to keep that promise, Mom. Okay, das ist eine Zwischensequenz. Arc, Kapitel 1, Tag 1, aha. Der unsichtbare Wanderer. All right, Garrett. Today's the day. You're gonna leave the house. Hold your applause, everyone. But where did I put that to-do list? If I can find it in all this garbage. Alter, ist das dunkel. Woran ich denken muss? Ah, Taschenlampe F. Jeden Tag meine To-Do-Liste überprüfen, nicht vergessen, Werkzeug zu verwenden. Es sollten einige im Haus herumliegen und ich kann weitere aus dem Versandkatalog kaufen, rechtzeitig zu Bett gehen. Diese Wälder lassen es mir den Rücken runterlaufen. Dinge in den Anhänger legen, um sie zu verkaufen. Baumstämme sind ein paar Cent wert, aber Tomaten und Hühner sind viel wertvoller. Mein Endziel sollte es sein, das Gewehr zu kaufen, aber ich werde für einige Tage meiner To-Do-Liste folgen und etwas Geld ansparen.
Das ist jetzt der Rest meines Lebens, für immer allein auf die bestmögliche Weise. Allerdings habe ich einen Brief abgeschickt, nachdem ich diesen Ort gekauft hatte. Er ist der Einzige, der eine Adresse hat. Ich frage mich, wann er hierher kommen wird. Wer ist denn er? Also, wenn ich mich nicht ganz so täusche. Well, TV would have been nice, with a whole being alone for everything. Ist das so eine Art Armspiel mit Horrorelementen? Meine Kleidung? Nothing but the clothes on my back, huh? Puh. To-Do-Liste. Deine To-Do-Liste ist wichtig. Drücke Tab, um deine Aufgaben zu sehen. Es gibt kein Zeitlimit für die Erledigung von Aufgaben. Also lass dir Zeit. Aufgaben, die mit Sternchen markiert sind, sind erforderlich, um die Geschichte voranzutreiben. Du kannst auch dein Geld und wichtige Gegenstände am unteren Rand des Notizblocks sehen. Vor allen Dingen das erste Ziel. Now, time for the greatest dopamine release possible. Cleaning your room and scratching it off your To-Do-List. Ein Ziel ist, ein Gewehr zu kaufen. Das ist ja schon wieder total amerikanisch. Hebe den Müll im Schlafzimmer auf und wirf ihn in den Anhänger. 0%. Wo kommt denn der Müll auf immer her? Gieße 6 Tomatenpflanzen, kaufe eine Gießkanne. Oh. Wo ist Vitell? This is heavier than it looks. Also da hinten. Ja, das sieht ja aus wie so eine Wüste, so ein bisschen schon. Das ist ein bisschen blöde. Das hier, gehört das mit zu unserem Gehöft da hinten? Alter. Ein unheimliches Gemälde. I don't remember this being here. Das Gemälde. Behalte das geheimnisvolle Gemälde im Flur im Auge. Es verändert sich auf subtile und manchmal auch nicht so subtile Weise, um den mentalen Zustand anzuzeigen und dich vor Gefahren zu warnen. Je furchterregender das Gemälde ist, desto größer ist die Gefahr, in der du dich befindest. Hey. Okay, das Badezimmer. Wohnzimmer. Man guckt direkt zur Tür, das ist ja auch toll. Haben wir hier noch eine Karte dagegen? Looks like it's missing some pages. Karte und Kompass. Rufe deine Karte auf, indem du Q gedrückt hältst. Aber du musst erst die Aussichtstürme besuchen, ist ja wie Assassin's Creed hier, bevor sie nützlich ist. Wenn du alle Gegenstände in einem bestimmten Ort gefunden hast, wird ein Häkchen hinzugefügt. Es gibt keine Wegpunktmarkierung im Spiel, also solltest du langsam machen, deine Karte studieren und deinen nächsten Schritt genau planen. Mich irritiert das so ein bisschen. It's rusted shut. Man, it's pretty here. Not a soul for miles. I should have done this years ago. Wie können denn keine Menschen in der Nähe sein, aber es sind Gebäude da? Okay, ich muss das nochmal leiser machen. Das ist mir too much. Kann ich damit jetzt... Ach so.
Okay, that wasn't bad. Maybe I can get these tomatoes watered and then I'll be done. Für Müll gibt's 20 Cent? Now this should come in handy. Ich dachte eben, ich hätte irgendwas gehört. Gibt's dafür Kohle? Wenn's im echten Leben auch 10 Cent pro Stein geben würde. Ich glaube, das wäre mein Job. Aber es sind auch größere Steine, also vielleicht doch nicht so einfach. Oh, cool. Hot damn. This doesn't even look that old. I could totally fix this up with the right parts. Ich frage mich, ob das die Stimme vom Entwickler ist. Mit Shift können wir auch schneller laufen, okay. Kaufe eine Gießkanne. Gieße 6 Tomaten. Wo sind denn überhaupt die Tomatenpflanzen, sag mal? Und bleibt das jetzt die ganze Zeit Tag? Ach, da sind die Tomatenpflanzen. Okay. Und wo kann ich jetzt die Gießkanne kaufen? Das ist noch die Frage. Ich meine, es gibt ja keinen Shop hier irgendwo. Oh. Unverändert. Kann ich hier das Licht anmachen? Ah. Mache ich erstmal überall an hier. Ey, jetzt ist das wieder weg. Verstehe ich nicht. Woher kriege ich jetzt eine Gießkanne, sag mal? Ach hier, eventuell. Wähle einen Gegenstand auf der rechten Seite, um mehr zu erfahren. Wähle oben ein Band aus, um andere Gruppen von Gegenständen zu sehen. Gießkanne für $1. Gewehr können wir gar nicht kaufen. Mal gut, dass ich nicht richtig gießen muss. Will ich denn ins Bett gehen? Das ist jetzt... It wasn't a lot, but it was something. I better get to bed. One day down, eternity to go. Vor allen Dingen, so ist der Tag schon vorbei. Das war nicht doll. Alter, ich krieg jetzt schon einen Schauer. Und irgendwie schnell es dunkel wird. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Na dann, gute Nacht.
Ich denke, es ist Tag 2. Huh? What is that? Claire? Whoa! You remind me of someone, girl. Hey, you gonna keep up or what? I'm sorry, I just can't get over this view. I can't believe you've never crossed the bridge before. Yeah, but why leave downtown anyway? To come see me, obviously. Of course. Good point. Probably the best point. Whoa! Is that a deer? How did she even get here? Hold on, give us some space. We've gotta help it. Shh. It's okay. It's okay. Let's get you home. Claire, do you ever think about me? Like I think about you? Do you ever wonder where I am? It doesn't matter. Get back to work, Garrett. That's all you're good for. Und hier machen wir ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.